Was wir auch machen könnten, jetzt wo wir so viele Punkte haben, ich könnte mir einen Kampfhubschrauber ranholen. Oh, ich habe eine maximale Einzahl erreicht. Es gibt eine maximale Einzahl? Wusste ich gar nicht. Habe ich nie erreicht. Okay, aber anscheinend gibt es tatsächlich eine maximale Einheitenzahl. Die habe ich jetzt gerade. Das heißt, ich muss das verheizen. Uiuiuiuiuiuiui, was kommt denn da als angeschissen? Nichts gegen dich, mein Freund, aber setz dich mal besser ab. Ich habe das Gefühl, es wird gleich eine ziemliche Verteidigungsschlacht werden. Ja, kann schon gut sein. Je nachdem, was die vorhaben. Wenn die jetzt weiter nach vorne kommen wollen, dann wird es eine Verteidigungsschlacht. Hier kommt auch was in der Seite entlang. Ja, wobei, von der Entfernung aus kann ich nicht von genau sprechen. Wenn ich hier bin, könnte ich dann versuchen, direkt zu snipen, aber nicht von meiner jetzigen Position aus. Das ist ein bisschen weit weg. Aber gut. Feind hat sich da wie ein Häufchen Edel zusammengewälzt. Die versuchen wir mal mit einem gezielten Treffer auszuknipsen. Da ist mir nicht unsicher, wo die hin wollen. Die scheinen. Tatsache, die wollen mein HQ erledigen. Die Schweine. Bleiben wohl da stehen, ne? Ja, wenn man Altri mal genau trifft, dann gibt's, Schweizer Käse. Scheint das ja cool zu sein. Ja, haben sie meine Kurs erledigt. Ich weiß halt nicht, was sie vorhaben. Ich finde die KI sehr interessant, dass sie so komische Aussetzer hier mal hat. Oh, das war ein Direkttreffer. Ja, da ist auch ein Panzer platzen gegangen. Also langsam wollen sie die Schlinge enger ziehen um mich. Allerdings muss ich zugeben, ich fühle mich gar nicht wirklich bedroht. Also die kriege ich meine Artillerie kaputt, weil sie extrem dumm sind. Was hier ankommt, werde ich in meiner Verteidigungsschreib machen locker wegbekommen. Ja, wunderbar, ist komplett erledigt. Haben wir schon automatisch aufgehört. So, schieben wir mal die T-62er ein bisschen als Zieloptik hin. Dann stärker im Panzer, sondern lassen weiter rausschießen. Wenn sie es denn tun. Aber irgendwie scheint dann, glaube ich, die Basis am Weg zu stehen, kann das sein? Unsicher, aber 8 gegen 4 Panzer scheint schon so ein ziemlich eindeutiges Sprache zu sein. Direkt genug, dass sie sich abhauen. Ich glaube, die verfolge ich doch direkt mal. Ich zwinge die Lust, dass sie sich zurückziehen, wieder reparieren. Wie viel Munition? Hoch? Wie viel Munition haben die eigentlich so bei sich? 100, das ist gut. Also kann ich mit denen ruhig mal so eine Jagd machen. Aber wenn es erfolgreich ist. Oh, Sekunde, da wollen sich ein paar in den Kampf stellen. Na doch nicht. Ja.
Kriegt ihr die weg? Irgendwie ja, aber irgendwie auch nein, ne? Wenn sie mal richtig treffen würden. Ich weiß halt auch nicht, ob der Pole sich ständig neue Leute ranholt, beziehungsweise, ob er das alles schon so von Anfang an her hat und ich jetzt nach und nach schon auseinanderschieße. Ich weiß es halt nicht. Kann ja gut sein, dass er auch selber unendlich viele Leute quasi ranholt. Auch wenn ich nach wie vor fragen würde, wo die alle herkommen, aber naja. Muss man manchmal nicht fragen bei solchen Spielen. Gut, sollte der Feind von hier kommen, können meine starken Panzer das locker abwehren. Ich würde gerne die Nachschubbasis erstmal wieder haben. Ich weiß, Fortschritt ist wirklich minimal momentan in diesen drei Parts, aber hey, ich gehe jetzt ein bisschen vorsichtiger ran. Und wenn der Feind mir mit solchen Angriffen entgegenkommt, ja, dann setze ich mich doch gerne irgendwo hin und warte drauf. Vor allem, wenn ich sowas Lustiges machen kann wie mit der Artillerie hier vorhin. Ja, der Angriff ist noch nicht vorbei, der hat noch einiges. Gut, sehr gut, sehr gut getroffen. Ja doch, die T-62er sind in der Masse doch gar nicht mal so verkehrt. Ich denke mal, die sind auch guter Ersatz, sollte ich mal keine T-80er mehr haben. Wenn ich bis dahin noch so viele T-62er habe, versteht sich, aber... Vielleicht habe ich gerade zu viele Sorgen, was die Anzahl meiner Panzer angeht. Ich meine, wenn es hart auf hart kommt, ich kann noch ein paar Panzer nachkaufen, also... Ist ja nicht so, dass es total scheiße sein wird. Aber sag mal, T-80er, so langsam könnt ihr auch mal den Feind da hinten treffen. Also mein T-62er momentan besser dran. Halten aber auch stand, muss man zugeben. Haben wir einen Helikopter von mir erledigt? Nicht schlimm, ich habe ja noch einen. Da kommt noch mehr. Ja, sehr schön. So, die Basis gehört wieder uns. Die Reste des Feindes greifen es auch noch an. Warum die es probieren, weiß ich nicht so genau. Wenn ich schaffe, einen Aufklärer zu erledigen, sind die Panzer erstmal aufgeschmissen. Ich denke mal, das kriege ich hin. Der ist nämlich ziemlich weit alleine vorne. Na komm, knipst ihn aus. Sehr gut. Ja, Glück gehabt, der hat den neben geschossen. Ja, du lebst noch? Ich dachte, ich habe dich erledigt. Ah, der hat noch einen Aufklärer, sieh mal einen an. Okay. Jetzt muss ich mich am Milch so mit ein paar mehr auseinandersetzen. Ah, da schießt man hinter dem Panzer, sehr gut. Ja, nur getroffen, noch nicht tot. Sehr gut, Aufklärer erledigt. So, ich meine, da sind noch zwei Feinde, ja. Da hat mir noch einen da weggeschossen. Du Schwein. Genau, hier ist der Feind, schießt da mit einem MG hin. Vielleicht triffst du ihn ja. Oh Mann, haben die eine scheiß Zieloptik. Kommen noch mehr, die schalten wir auch noch aus. So allmählich würde ich mal so sagen, da ist nicht mehr viel übrig. Sagt er, da kommen noch mehr Feinde.
kommen die alle her? Ich frage mich ja gerade so ein bisschen spontan, sind das wirklich alles Truppen, die er so hat, oder sind das so langsam die Leute, weil sie sich denken, du brauchst zu lange für die Mission, ich schicke jetzt mal das Todesquad ran. Todesquad in Anführungszeichen, ne, aber... Ich meine, wenn die Wellen unendlich kommen, da habe ich irgendwann verloren. Wobei, ihr seid ziemlich angeschlagen, ich habe keinen Bock, die 80er zu verlieren, ihr geht mal hier zur Basis und munitioniert euch da erstmal auf. Und repariert euch vor allem erstmal. Komm, so langsam muss doch sterben bei 3 oder 4 Treffer mittlerweile. Er lebt immer noch. Das sind Ems. Oh, Artillerie. Sieht sowas wie BMs anscheinend. Okay. Was us? Ah, okay. Panzerabwehr. Panzerabwehr im Direktangriff ist natürlich ein bisschen doof, ne? Oh, oh, sowas mag ich überhaupt nicht. Vor allem, weil es trifft. Es trifft, komm, es trifft. Oh Gott! Ich hasse diese Dinger. Natürlich trifft es mich. Mir leckt es gerade ein bisschen, aus ominösen Gründen. Aber ich habe jetzt am wenigsten so keine Lust auf die Scheiße, ich drücke jetzt einfach mal gegen. Und hole mir auch die Basis hier vorne. Den Punkt hier drüben, ja, mal gucken, vielleicht hole ich mir später. Aber erstmal will ich gucken, woher die ganzen Feinde rankommen. Ob noch mehr kommen oder ob es jetzt endlich war. Ist ja auch noch so eine Frage. Da kommt eine Infanterie angeschissen. Ach, Sache. Ich weiß, hier ein bisschen Risiko ein, meine Panzer so weit auseinanderzuziehen, aber. Wenn der Feind in Offensivstellung ist, was er auch ist, glaube ich nicht, dass er an Abwehr dazwischen gedacht hat. Ich weiß, ich gehe mit einem Risiko ein, aber ich habe so das Gefühl, ich liege damit nicht mal allzu falsch. Hier kam was. Okay, erledigt. Ohne Verluste. Und damit die Basis. So, erst einmal... 3 neue Panzer nachschieben. Huch, 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 die leben ja noch. Ihr habt mir gesagt, die sind tot, die verdammten Idioten. Ey, das ist einfach unglaublich, wie lange die es überleben. Trotz, Scheiße. Kommt mir nach, natürlich. Mit dem Helikopter habe ich jetzt nicht gerechnet.
Hab ehrlich gesagt gedacht, noch ein bisschen gehofft, dass ich alle erledigt habe. Ja, ich möchte nur ungern zurückziehen, aber leider muss ich mich jetzt mal zurückziehen, weil die Helikopter reißen sonst meinen Panzer auseinander und das will ich nicht. Also mein Plan ist ungefähr ist, erstmal mit den ZSUs die Helikopter auszuschalten, dann sichere ich den VEB-Sektor hier. Die T-62er warten auf die drei weiteren T-62er, die gerade über den Fluss kommen. Dann haue ich mir den Sektor auseinander und dann schaue ich irgendwie, dass ich die HQs hier ausschalten kann. Zur Not einfach nur mit Artilleriestuhl draufballern. Habe ich auch nichts gegen. Apropos Artillerie, kann ich mal... Ich denke mal, die kann ich schon mal ranziehen. Den Sektor habe ich jetzt so ziemlich im Griff. Die ganzen Gegengriffe habe ich abgewehrt, habe ich alles auseinandergenommen. Ja, doch, ich denke mal, da ist nicht mehr so viel übrig. Und wenn ich ganz viel Glück habe, ist auch hier nicht mehr viel übrig. Aber wenn ich mir die ganzen Stücke so angucke, überall Wald, überall Stadt, da wird ohne Ende Faggots sein, da habe ich einfach keinen Bock, meine Panzer viel zu verheizen. Da finden sie mir dann doch ein bisschen zu kostbar. So, Helikopter sehe ich hier keine mehr. Haben die Verfolgung doch wohl abgebrochen. Dann schicke ich meinen Aufklärer mal los, um die mal zu suchen. Wozu habe ich meine ZSUs, die ziemlich gute Reichweite haben. Da sind sie ja. Ah, die fliegen dann nur Patrouille, okay. Okay, nur Patrouillenflieger. Na ja, egal. Schalte ich trotzdem aus. Muss ich eh dran vorbei irgendwie. Oh. Was haben wir denn da? Ich glaube, da schiebe ich meine Panzer mal mit nach vorne, denn ich möchte auch nicht zwingend, dass da meine ZSUs gleich einfach erledigt werden. Von zum Beispiel Sheridans, die nachkommen. Hier habe ich noch erahnt, dass da noch was kommt. Nennt mich Gott, ich habe erwartet, dass da noch was hinterherkommt. Wow. Es war ziemlich obvious, aber was soll's. So, bitte. Ich sollte ihn eigentlich ausknipsen. Ganz locker, ganz leise. Puff, weg ist er, aber nee. Gut, die Sheridans hängen da hinten an einem Eck rum, machen nichts. Bleibt die Frage, warum sie nichts machen. Meine ZSU sitzen gerade in einer extrem schlechten Position. Ich denke mal, wenn ich die ein bisschen weiter nach vorne schiebe, passt das schon eher. Muss ich halt bei den Sheridans mit dem Faustkampf anlegen. Ah, doof gerade, nur dass die T-72er die einzigen an der Front sind. Oh, und die kriegen gerade volles Pfund aufs Maul. Aber egal, die T-80er sind jetzt da. Boah, die haben auch eine Reichweite, die Heavy Dogs. Und rein zufällig hauen sie mal den gesamten ZSUs auseinander. Ah gut, ich krieg's hin, ich krieg's hin. Das will ich ehrlich gesagt jetzt noch laufen lassen. Aber ich habe nicht zwingend die Lust, Oh, guck mal, ist was. Ey, ich will nicht hinzoomen. Nee, es wird nichts. Wenn er es ernst macht, dann haut er meinen gesamten Panzer auseinander. Brauche ich neue ZSUs? Ich habe ich von den Dingern eigentlich noch nicht mehr so viele, glaube ich, ne?
geht an sich. Ich glaube, ich könnte davon noch ein paar mehr ranholen, so nehme ich halt die älteren. Die Kampfpanzer sind nicht mehr das Problem vom Feind. Das Problem ist momentan echt die Helikopter, weil er gar so übelst einen Aimbot hatte. Aber okay. Nun gut, ich denke mal ungefähr hier, so kann ich das Video auch endlich mal pausieren. Die Panzer sind auf dem Rückzug, haben wir auch ein bisschen was von der Versorgung mitnehmen können, allerdings auch nicht allzu viel. Na. Hallo? Neue Idee, erstmal hier im Wald formieren. Aber das ist auch wieder typisch KI, ne? Bei dem schlägen die Granaten überall in Folge ein, ne? Oh, scheißegal, ich feuer weiter, ne? Bei mir kriegt einen drauf, oh, in Panik. Na gut, ich denke mal, so kann ich es jetzt pausieren lassen. Dann würde ich sagen, erobern sich die Raffinerie ohne Artillerie reinzusetzen. Hoppla. Würde ich mal sagen, das war's erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Diesmal bei wirklich in 2 Wochen. Leider. Bis dahin, tschüss.